Herzlich willkommen auf dem Prepper Gear Channel. Heute aus der Rubrik nützliche Ausrüstung und Tipps zum Thema Messerschärfen, gerade für unterwegs. Ihr habt euch vielleicht das Video angesehen, ich habe ein bisschen was erzählt zu meinem Lieblingsmesser, das ist hier das Mora Robust. Und die Frage ist ja gerade vielleicht für Einsteiger in das Thema Outdoor Prepping oder auch für Leute einfach, die schon viele Misserfolge erlebt haben zum Thema Messerschärfen, wie bekomme ich eigentlich mein Messer zu Hause oder eben unterwegs vernünftig scharf. Ihr habt euch zum Beispiel ein Bug-Out-Bag zusammengestellt, denkt euch ein Szenario durch, ihr seid jetzt im Wald, ihr benutzt euer Messer zum Lagerbau und jetzt ist das Messer irgendwann stumpf. Wie kriege ich es jetzt scharf? Auch unterwegs. Ich habe mir da auch viele Gedanken drüber gemacht in den letzten Jahren. Ich möchte euch hier mal ganz kurz ein paar Sachen vorstellen, was ich so nutze zum Messerschärfen. Das ist zum einen von Lansky hier das große Messerschärfset. Ich denke, viele von euch kennen das. Das ist ja auch ausführlich beschrieben, wie das funktioniert. Hier unten kann man einmal das Prinzip erkennen. Ihr spannt also das Messer hier in diese Spannvorrichtung ein. Na, hier vorne ist sie zu sehen. Und dann könnt ihr die verschiedenen Schleifsteine hier dort einfach mit einer Metallführung in verschiedene Winkel einlegen und dann gleichmäßig über so eine, ich sag mal, wellenförmige Bewegung über die Klinge ziehen. Das ist eine super Sache. Damit könnt ihr gerade auch hochwertige Messer ganz hervorragend nachschärfen und ihr habt hier wirklich von ganz groben Schleifmedien bis zu ultra fein, glatt wie ein Babypopo, alles da drin. Das ist eine ganz tolle Lösung für zu Hause, ist aber keine praktikable Lösung für unterwegs, weil das Ganze hat eine gewisse Größe, es klappert, es wiegt auch sehr ordentlich. Aber wie gesagt, für zu Hause eine tolle Möglichkeit. Dann eine preiswerte Möglichkeit, die ihr auch in vielen Baumärkten finden werdet, ist euch einfach einen günstigen Abziehstein zu besorgen. Hier mal in einer Variante, wo der Abziehstein noch so ein bisschen schön auf ein Stück Holz anscheinend geklebt worden ist. Hier einfach ein etwas gröberes Schleifmedium und hier dann nochmal einen etwas feineren Abziehstein. Und da ist natürlich jetzt ein bisschen die Schwierigkeit, in welchem Winkel arbeite ich dort, weil verschiedene Schliffe an Messern erfolgen auch wieder verschiedene Nachschärfwinkel. Das ist also nicht so trivial und man braucht da schon ein bisschen Übung. Bei dem Set, was ich jetzt, ja doch, ich habe es hier unten noch liegen. Hier unten ist noch so ein kleines Plastikteil dabei, was ihr nutzen könnt, um hier einen einzigen Schleifwinkel darzustellen. Ja, das funktioniert dann so, dass ihr hier anhand dieser Plastikführung, wenn ihr da noch nicht so geübt seid, euer Messer dort schleifen könnt. Dazu braucht man in der Regel dann immer noch ein Öl. Ja, in dem Fall war das hier mit dabei in dem Set. Bei dem Lansky Set ist das hier oben auch mit dabei. Ihr könnt da aber auch einfach, ja, ich sag mal, einfache Öle nehmen, sicherlich sowas wie Ballistrol oder so, wird da ganz hervorragend funktionieren. Also das auch eine Möglichkeit, aber auch für unterwegs. Ihr seht, wie groß das ist auch nicht ganz leicht, auch vielleicht nicht für jeden praktikabel und vor allen Dingen könnt ihr mit beiden Systemen nicht Wellenklingen dort mit nachschärfen. So, und dann bin ich irgendwann mal durchs Rumsurfen und durch Zufall auf dieses Produkt hier gestoßen, auch von der Firma Lansky, genauso wie dieses Schleifset, und es hat verschiedene Features. Schauen wir uns das mal an. Wir haben hier auf der einen Seite haben wir hier einen Keramikschleifstein. Damit könnt ihr jetzt einfach, ähnlich wie bei einem Schleifstein, auch euer Messer abziehen. Ja, müsst ihr natürlich vorsichtig sein, dass ihr euch hier nicht schneidet. Zum anderen, durch diese Kerbung, ich weiß nicht, ob man das hier so schön sehen kann, könnt ihr auch Messer mit Wellenschliff hier durchführen. Ja? Für gröbere Schleifarbeiten mit Wellenschliff oder halt auch für Klingen könnt ihr hier nochmal diesen Diamantschleifstab verwenden. Der ist auch ein bisschen magnetisch, also der klebt richtig hier an der Klinge und ist dann allein durch das Schleifmedium auch ein bisschen aggressiver. Das heißt, ihr kriegt hier dort mehr Material auch von der Klinge runter
Damit muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber wie gesagt, es ist dran und es funktioniert auch sehr gut bei Wellenschliffmessern. So, was aber jetzt hier wirklich interessant ist für unterwegs, ist Nachschleifen vom Messer über eine vorgegebene V-Keramikschleifsteine und da könnt ihr es ganz einfach durchziehen. Das ist wirklich kinderleicht und damit könnt ihr, das macht ihr 2-3 Mal und dann ist euer Messer wieder super scharf. Ist euer Messer etwas stumpfer, dann habt ihr hier noch, das ist ja auch beschriftet, ein Carbidmedium, wo ihr dann wirklich ja, mit Krawall sozusagen euer Messer schärfen könnt, wenn es richtig, richtig stumpf geworden ist. Mehr will ich dazu gar nicht groß sagen, außer dass jetzt hier noch eine Öse drin ist. Also ihr könnt das noch befestigen. Es hat ein gewisses Gewicht, das sage ich gleich vorweg. Also es ist nicht ultra lightweight oder sowas, aber es hat wirklich den riesen Vorteil kompakt. Ich meine, guckt euch das hier an von der Größe im Verhältnis zu dem. Ja, und ihr habt hier wirklich für verschiedene Messer, für verschiedene Schärfegrade und auch Szenarien habt ihr hier wirklich alles in einem Tool dabei und das verschwindet wirklich in der Hosentasche. Ja, und das Gewicht ist auch immer ein Ausdruck aus meinem Verständnis ein bisschen für die Haltbarkeit solcher Geschichten. Also ich finde das mal relativ angenehm, dass nicht alles aus Plastik ist. Wenn ihr mehr zu dem Ding wissen wollt oder was andere Leute darüber denken, guckt mal in die Amazon-Rezensionen rein. Ich habe euch das Produkt unten verlinkt hier in der Videobeschreibung. Ansonsten, wenn euch das ganze Thema gefallen hat, dass ihr jetzt mal wisst, was es noch so gibt zum Messerschärfen, gebt mir einen Daumen hoch und dann ansonsten freue ich mich über eure Kommentare. Okay, vielen Dank, bis demnächst, ciao.